Ja, YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Learn Japanese to Survive Hiragana Battle und der eventuell letzten Aufnahme. Mal gucken, wie lange das Ganze hier noch wird. Könnt ihr mir vorstellen, dass diese Aufnahme noch so ein bis vielleicht anderthalb Stunden geht, also noch 3-4 Folgen. Dann dürften wir wahrscheinlich am Ende dieser Reise hier angekommen sein. Bis dann, ja, Learn Japanese to Survive Katakana Wars, wahrscheinlich im Februar des nächsten Jahres herauskommen wird. Jetzt haben wir allerdings noch von den 3 Endlektionen, die angekündigt waren, noch 2 vor uns. In dem letzten Kapitel hatten wir uns mit Partikel beschäftigt. Und jetzt lernen wir noch einige japanische Phrasen, also einige Ausdrücke, Wendungen, die eventuell ganz nützlich sein werden. Und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, schon ein bisschen her die letzte Aufnahme, sind das immer 5 pro Lektion, glaube ich, die wir da lernen werden. Schauen wir mal. Also in dieser Lektion werde ich euch ein paar übliche und nützliche japanische Wendungen beibringen. Diese Lektion wird dabei nicht die Grammatik dahinter und die Satzstruktur umfassen, aber diese Phrasen oder diese Wendungen werden ein guter Guide oder ein guter Wegbegleiter für Anfänger sein. Watashi no namae wa Misaki desu. Watashi no namae wa Mary desu. Ja, hab ich da irgendwie Misaki oder sowas gehört? Komisch, wo das nur herkommt. Also, ja, auf jeden Fall, Watashi no namae wa, also mein Name ist, ich werde jetzt auch nicht, wenn das Spiel darauf verzichtet, die Grammatik dahinter zu erklären, verweise ich auch auf meinen Hauptchannel. Ich weiß gar nicht, ob ich unter dem letzten Video die ganzen Sachen verlinkt habe, die ich verlinken wollte. Muss ich nach der Aufnahme nochmal nachgucken, wenn ich es weiß. Ansonsten verlinke ich auch unter diesem Video, beziehungsweise unter den ja, Sachen jetzt hier, wie Satzbildung oder so ein bisschen Grundgrammatik, Partikel und so weiter funktionieren auf meinem Hauptchannel. So die absolute Anfangsgrammatik Level N5 so ungefähr, nicht ganz vom JLPT, vom Japanese Proficiency Language Test, ist ja auch auf meinem Hauptchannel als Tutorials mit drauf. Deswegen verweise ich gerne da drauf. Auf jeden Fall, Watashi no namae wa, nein, irgendwas. Das bedeutet eben so viel wie, mein Name ist in diesem Fall hier Mary. Wer immer sagt, da steht aber Misaki, der hat das Let's Play nicht ausreichend genug verfolgt. Vor allem die ersten Folgen. Na gut, auf jeden Fall, das ist also die Phrase Nummer 1. Watashi no namae wa Misaki desu. Watashi no namae wa Mary desu. Wollen wir es uns nochmal anhören? Watashi no namae wa Misaki desu. Watashi no namae wa Mary desu. Watashi no namae wa Misaki desu. Watashi no namae wa Mary desu. Watashi no namae wa Misaki desu. Watashi no namae wa Florian desu. Watashi no namae wa Misaki desu. Genau das wird's so dann sein. Weiter geht's. Okay, wir schauen uns diesen Satz nochmal ein bisschen genauer an. Also gehen Sie doch ein klein bisschen ins Detail. Wahrscheinlich zumindest, was die einzelnen Wörter bedeuten. Ja, Watashi ist ich. No ist er, Partikel, eben No, der zwei Sachen miteinander verknüpft, verbindet. Eben Watashi und dann eben das Wort, was danach steht. Nach dem No ist Namai, was so viel wie Name bedeutet, sprich mein Name. Wa ist die Partikel wa, welche das Thema von dem Satz markiert. Es geht also in diesem Satz um meinen Namen, logischerweise. Und Mary ist eben der Name von dem Sprecher, oder in dem Fall müsste ich jetzt Florian sagen, beziehungsweise in Katakana ausgesprochen oder japanisch ausgesprochen, Florian. Und das wird oft am Ende eines Satzes, benutzt als Copula, beziehungsweise in diesem Fall hier als Seinsverb, also dass irgendetwas existiert, dass etwas ist, also ja, mein Name ist. In dem Fall würde man es wahrscheinlich als Seinsverb, Existenzverb übersetzen oder so. Des. Ich glaube, mit Copula ist dann nicht der richtige Fachtermin jetzt exakt in dieser Variante. Naja, ich übernehme für nichts Garantie und Gewähr, was ich jetzt spontan hier in dem Let's Play aufnehme. Jetzt, wo wir den Satz kennen, ja, kannst du ganz einfach deinen eigenen Namen sagen. Benutze einfach nur Watashi no namae wa, dein Name, des. Kore wa neko desu. Okay, das war jetzt plötzlicher Wechsel. Da sind wir schon bei Wendung Nummer 2, die wir lernen. Kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Das ist eine Katze. Wahrscheinlich geht es hier einfach um die Sache Kore wa desu. Also das, was hier ist, ist das. Also A ist B, so nach dem Motto. Das ist dann so die Grundsatzstruktur, die wir hier haben. Eine der ersten, die man eben auch lernt. Kore wa neko desu. 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 Das hier ist ein Katzenmädchen. Kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Okay, dann schauen wir uns auch das hier an.
Kore bedeutet das hier bei mir, also etwas, was nah am Sprecher dran ist. Wa ist wieder die, der Themapartikel vom Satz. Neko ist eben die Katze und des ist wieder ist, in dem Fall hier das Seinsverb. Ja, indem du diesen Satz benutzt, kannst du auch ganz einfach das Thema auch von einer Katze für jedes andere Item oder Tier verwenden. Also Kore wa des. Kore wa inu des. Das hier ist ein Hund. Kore wa, jetzt fällt mir nichts Gutes ein, Kamera des. Das hier ist eine Kamera. Muss ich mich hier im Zimmer umschauen. Kore wa kaban des. Das hier ist eine Tasche. Und so weiter und so fort. Kore wa nan desu ka? Okay. Hier haben wir dann eine Frage, die wir lernen, die mit dem Satz zuvor verbunden ist. Kore wa nan desu ka? Was ist das hier? Kore wa nan desu ka? Das Kore wa ist dasselbe wie aus dem Satz gerade eben. Kore wa neko des. Hier fragen wir halt nach etwas mit dem Fragewort nan, beziehungsweise nani. In dem Fall hier wird es nan gelesen dann. Kore wa nan desu ka? Was ist das hier? Das ka hinten nach dem des ist dann die Fragepartikel, was auch nochmal neben dem Fragewort andeutet, dass es sich in diesem Satz um eine Frage handelt. Womit ich jetzt wahrscheinlich alles vorwegnehme bei der Auseinanderbrechung des Satzes gleiches, die wir gleich noch haben werden. Jetzt muss ich schon im Deutschen mit den Partikeln überlegen. Mein Gott. Kore wa nan desu ka? 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 Was ist das hier? Okay, schauen wir uns diese Wendung ein bisschen genauer an. Ja, das Kore und das Wa ist dasselbe aus dem vorherigen Satz. Das Nan ist das Fragewort für was und das Des, okay, das Des-Ka haben sie hier zusammengenommen. Ist es das? Des-Ka wird benutzt, um eine Frage zu formulieren. Da bin ich aus Versehen gegen das Mikro gekommen. Ich würde es eher getrennt betrachten, das Des eben ganz üblich als das Seinsverb oder ja, Sein hier in dem Fall eben. Und das Ka ist an sich eigentlich ein Fragepartikel, der eben Frage logischerweise damit eben auch markiert. Na, normalerweise gibt es keinen Grund, dass man diese Frage irgendwie alternieren müsste. Wenn man auf irgendwas hält oder auf irgendetwas zeigt, was eben nah an einem dran ist, dann kann man einfach immer, egal um was es sich dabei handelt, Kore wa nan desu ka, fragen, um eine ordentliche Antwort zu erhalten. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Dieses Buch hier bitte. Ja, bevor ich es jetzt vorwegnehme, warten wir dann gleich drauf, wenn die Erklärung kommt. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Dieses Buch hier hätte ich gerne. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Kono hon wo kudasai. Ja, sollte, denke ich mal, reichen. Okay, schauen wir uns diese Wendung ein bisschen genauer an. Kono ist, ja, das hier. Es wird anstelle von Kore benutzt, wenn man ein ganz bestimmtes Item, ein ganz bestimmtes Objekt damit beschreibt. Also Kore wa ist allgemein für das hier und Kono würde im Deutschland eher dieses hier ansprechen, also dieses Buch, diese Tasche, dieses Heft. Also da kommt auf jeden Fall nach dem Kono immer noch das ja, näher bestimmte Substantiv, Nomen, wenn man so möchte. Hon ist in dem Fall hier eben dann das Buch. O ist die Objektpartikel O, also das hier hätte ich gerne. Das ist dann das Okudasai, ist eine höfliche Variante, um zu sagen, eben, dass man etwas gerne kaufen würde oder eben etwas gerne hätte. Kudasai ist dementsprechend eben bitte. In diesem Fall wird es benutzt, um eben zu fragen, kann ich bitte haben oder dürfte ich das bitte bekommen? Benutze diesen Ausdruck, um nach irgendwelchen Dingen eben zu fragen, insbesondere in Läden oder in Restaurants. Du kannst das Hon dann mit was immer du magst eben ersetzen. Kono, ja, was kann man sagen? Kono Sushi Okudasai, also ich hätte gerne dieses Sushi oder Kono Yakitori oder Kono Gyudon, also dieses Yakitori ist dann gebratenes Geflügel oder Hähnchenfleisch und Gyudon wäre dann Rindfleisch in einer Schüssel mit Reis und so weiter, also wenn es jetzt ums Restaurant geht oder ja, Kono Nihonshu oder irgendwas, diesen. Wir sagen ja Sake dazu, wenn man Sake ist eigentlich allgemein im Japanischen für Alkohol, deswegen wenn man speziell den japanischen Sake, den wir als Sake bezeichnen, möchte, dann wird er im Japanischen eher Nihonshu gelesen. Nihon für Japan und das Shu ist dann eine andere Lesung für Sake, für Alkohol. Ja, das führt jetzt aber alles ein bisschen zu weit, deswegen machen wir mal weiter. Arigatou gozaimasu. Ja, das ist auch durchaus sehr wichtig, wobei eine Sache vielleicht noch wichtiger wäre, als das sich bedanken, aber das kommt vielleicht noch in
In der zweiten Phrasen- oder Wendungen-Lektion schauen wir mal. Hier haben wir also Arigatou gozaimasu. Vielen, vielen Dank oder recht herzlichen Dank. Arigatou gozaimasu. 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 Ja, dann schauen wir uns auch diese Phrase hier nochmal an. Arigatou ist ja ganz einfach nur Danke, kann man eben auch so sagen, gerade wenn man unter Freunden ist und jetzt kein ganz höfliches Arigatou gozaimasu sein muss. Das gozaimasu macht es dann eben eine Spur höflicher, wenn man erstmal mit Fremden spricht oder dergleichen. Deswegen Arigatou, Danke und Arigatou gozaimasu, recht vielen Dank oder danke Ihnen vielmals, sowas in die Richtung. Ja, diesen Satz kannst du wann immer benutzen, wenn du deine Dankbarkeit ausdrücken möchtest. Es ist recht formal und also sehr höflich, wenn man es genauer ausdrücken möchte, und daher wird es sehr geschätzt, das zu sagen. Wenn du in einem ganz umgänglichen Setting Danke sagen willst, dann reicht es aus, das Ganze auf Arigato zu verkürzen. Das ist das Ende unserer ersten Lektion Anwendungen. Übe sie, denn sie werden bestimmt nützlich werden. Okay, das erste Set an Wendungen ist vollendet. Jetzt lasst uns weitermachen mit dem zweiten Set an Wendungen und Sätzen und damit auch mit unserer letzten Lektion. Wenn du eine Pause brauchst, um deinen Kopf ein bisschen frei zu bekommen, dann bitte speichere das Spiel und komm später zurück. Möchtest du gerne speichern? Yep. Hier an der Stelle hätten wir also speichern können. Machen wir nochmal einen neuen Spielstand, sicherheitshalber. So, dann geht's auch direkt weiter. Halt, ach, gehst du weg, du Fliege. Weg von meinem Laptop. So. Wo waren wir? Genau. In dieser zweiten Wendung und Sätze-Lektion werde ich euch ein paar weitere japanische Wendungen, die nützlich sein dürften, beibringen. Es wird wieder nicht ganz exakt die Grammatik und die Satzstruktur aufgeschlüsselt, aber es sollte trotzdem ein, ja, nützlicher Guide für Anfänger sein. Watashi wa Amerika-jin desu. Watashi wa Amerika-jin desu. Watashi wa Amerika-jin desu. Beziehungsweise, wenn wir es als Deutsche würden sagen wollen, dass wir eben nicht Amerikaner, sondern dass wir Deutsche sind, dann müsste man Watashi wa Deutsche-jin desu. Watashi wa Deutsche-jin desu. So ich dran denke, blende ich dann auch noch die Lesung in Hiragana und so, wie es eigentlich geschrieben wird, in Katakana auch noch hier an der Stelle ein. Also ich bin ein Berliner. Nein, ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Amerikaner. Also irgendwie das Land von der japanischen Vokabel her mit Jin, das Jin kommt vom Mensch dahinter, wird dann eben zu ich bin ein Mensch aus dem und dem Land eben. Watashi wa Amerika-jin desu. Watashi wa Deutsche-jin desu. Watashi wa Amerika-jin desu. Watashi wa Deutsche-jin desu. Watashi wa Amerika-jin desu. Watashi wa Deutsche-jin desu. Okay, schauen wir uns den Satz ein bisschen genauer an. Watashi ist wieder ich, wa ist wieder Themenpartikel. Amerika ist, wer hätte es gedacht, Amerika allerdings genauer, auch wenn es Amerika im Japanischen heißt, wird damit trotzdem eben die USA gemeint, denn die USA sind ja nicht ganz Amerika, wenn man jetzt Nord-Südamerika und sämtliche sich da noch befindlichen Staaten so bedenkt. Aber mit Amerika wird eben auch in erster Linie die USA eben als Land bezeichnet. Das Jin steht für, wie schon gesagt, für Person, in diesem Fall also Amerika Jin, eine Person oder jemand, der aus den USA kommt. Und das ist wieder, ja, Seinsberg, also in dem Fall hier, ich bin. Das ist ein guter Satz, um ja, den man benutzen kann, nachdem man sich selbst vorgestellt hat, also nachdem man zum Beispiel jemanden seinen Namen oder dergleichen gesagt hat. Natürlich kann man das Amerika mit jeglichen Land austauschen, von dem man eben kommt. Deswegen benutze folgenden Satz hier als, ja, als, wie kann man das sagen, als, als Modell. Modell? Template? Modell? Ja, also auf jeden Fall als Modellsatz. Watashi wa, der Name deines Landes, Jin desu, wo man eben allerdings dann den Namen seines Landes auf Japanisch auch noch wissen muss natürlich. Im Fall von Deutschland ist es eben Doitsu, mit den Zeichen Do, I und Zu. Üblicherweise dann allerdings in Katakana geschrieben. Oh, dann kommen sogar noch ein paar Beispiele. Die Namen von einigen Ländern auf Japanisch, in allerdings hier in Hiragana geschrieben. Moment mal. Hä? Ja, das Australien ist aber irgendwie ein bisschen Ostoradia. Nee, doch, passt. Okay. Ostoradia.
Australia. Kanada. Kanada ist, denke ich mal, recht klar und einfach. Afrika auch als Land zu bezeichnen, ist ein bisschen gewagt. Wollen wir jetzt mal keine politischen Sachen anfangen, von wegen, dass hier jetzt ganz Afrika über einen Kamm geschert wird und man sagt, man kommt aus Afrika und nicht, man kommt aus Kenia und nicht, man kommt aus Südafrika und nicht, man kommt aus Kongo oder sonst woher. Nein, man kommt natürlich von dem riesigen Kontinent Afrika und nicht aus dem Land Afrika. Okay, bei Chugoku fehlt ein U, das wird lang gesprochen, das Chu, also nicht Chugoku, sondern Chugoku, da ist ein Fehler. Ingrando sagt man auch nicht, also für England wird Igirisu benutzt, also wo da das Ingrando herkommt, ich glaube, das gibt es zwar auch, kann zwar auch gesagt werden, aber Igirisu ist üblicher. Indo, Indien, ist denke ich mal klar. Einige Namen sind nicht so offensichtlich, deswegen schau nach deinem online nach, falls es dich interessiert. Das hier schien ein bisschen schluderig recherchiert worden zu sein. Schade eigentlich. Toile wa doko desu ka? Toile wa doko desu ka? Toile wa doko desu ka? Wo ist die Toilette? Toile wa doko desu ka? 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 Ja, okay, das sollte reichen. Schauen wir uns diesen Satz ein bisschen genauer an. Toile, also Toilette oder Waschzimmer oder was auch immer, ist Toilette. Also Toile ist Toilette, WC. Und Partikel wa ist wieder Themenpartikel, Thema vom Satz markierend. Doko ist das Fragewort für wo, also wo sich etwas befindet beispielsweise. Deska, ja, hatten wir vorhin schon in dem anderen Fragesatz, den wir gelernt hatten, dass des eigentlich als Seinsverb, wenn man hier so wieder möchte, und das ka eigentlich einzeln normalerweise betrachtet als Fragepartikel am Ende des Satzes, um eben zusammen mit dem Fragewort anzudeuten, dass es sich um eine Frage handelt. Dieser Satz wird sowas dann super nützlich sein, falls du dich jemals in Japan aufhalten solltest. Du kannst natürlich Toile mit allen anderen möglichen Örtlichkeiten oder Orten und so weiter natürlich austauschen oder sogar mit Gegenständen. Also, wo befindet sich ein bestimmter Gegenstand? Oder zum Beispiel, Toshokan wa doko desu ka? Toshokan ist das Wort für Bibliothek, also wo ist die Bibliothek? Oder Kyokasho wa doko desu ka? Wo ist das Lehrbuch? Also, oder Egakan wa doko desu ka? Wo ist das Kino? Naja, solche Sachen halt. Sowas in die Richtung kann man dann eben draus machen. Chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Klingt eigentlich ein bisschen... es gibt höflichere Varianten zu sagen, dass jemand doch... könnten Sie bitte kurz warten oder... kannst du bitte kurz warten? Chotto matte kudasai ist etwas, was man eher schon sagt, wenn man... ja, in einer relativ engen Beziehung miteinander ist oder schon relativ umgänglich miteinander spricht. Ansonsten würde man eher Shosho Matsuko Dasai oder Skoshi Matte Itadakimasenka, also ein bisschen höflichere Ausdrücke benutzen als das Chotto Matsuko Dasai. Auch so, wie sie es betont hat, klingt so ein bisschen wie von oben herab, also als wenn man jemanden einen Befehl oder so erteilen würde. Chotto Matte Kudasai. 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 Schauen wir uns diesen Satz ein bisschen an. Nein, das ist auch wieder nicht ganz richtig. Das Chotto ist nicht unbedingt der höfliche, also in diesem Fall hier, in diesem Kontext nicht unbedingt der höfliche Art und Weise, ein bisschen zu sagen. Hier möchtest du eben sagen, dass es dass ein bisschen Warten vonnöten sein wird. Chotto matte kudasai. Aber eigentlich normalerweise, Chotto ist eher das umgangssprachlichere Wort oder umgänglichere Wort für ein bisschen, während das eigentlich in den meisten Situationen höflichere Skoshi ist, was ich eventuell auch hier eingewendet habe. Tatsächlich sagt man allerdings wenn man Matte Kudasai verwendet, tatsächlich häufiger Chotto Matte Kudasai anstelle von Skoshi Matte Kudasai. Skoshi Matte Kudasai höre ich nicht so oft. Allerdings, wenn man es trotzdem unter Freunden und auch so sagt, würde man nicht an diesen Befehlston, den sie vorher drauf hatte, Chotto Matte Kudasai, sondern eher, Chotto Matte Kudasai. Irgendwie so eben auch die Stimmfarbe so ein bisschen freundlicher machen, damit es eben ein bisschen höflicher trotzdem klingt. Ja, Matte kommt von dem Verb Matsu und bedeutet warten und
als T Kudasai-Form ist eben der Ausdruck einer Bitte, also bitte warte mal kurz oder bitte kannst du oder können Sie bitte kurz warten. Naja. Normalerweise gibt es keine, ist es nicht notwendig, diese Wendung auf irgendeine Art und Weise zu verändern in den meisten Situationen. Sumimasen. Gut, ich habe mich schon gefragt, wann es kommt, vorhin beim Arigato gozaimasu noch in der ersten Lektion, weil Arigato gozaimasu ist zwar sehr, sehr wichtig, aber das hier ist eigentlich eines der allerwichtigsten Wörter im Japanischen. Sumimasen, also dieses entschuldigen Sie bitte. Wenn man irgendwo durch muss, sich durch eine Menge zwängt und irgendwie versperren Leute gerade den Weg. Sumimasen. Also sumimasen ist, glaube ich, eines der meistgesprochensten Wörter auch im Japanischen, glaube ich. Also so diese Standard- entschuldigen Sie, also Verzeihung, so für so kurze zwischendurch Sachen, wenn man irgendwo durch will oder wenn man die Aufmerksamkeit von jemandem will, sumimasen, also jemanden anspricht mit sumimasen und dann weiter sagt, ich habe eine Frage oder so nach dem Motto, also sehr, sehr häufig benutzt, wirklich sehr wichtiges Wort, sumimasen, entschuldigen Sie oder Verzeihung. Sumimasen. 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 Da wird es dann auch nicht viel zu analysieren geben. Ja, dieser Ausdruck ist nur ein Wort, deswegen können wir es nicht wirklich uns im Einzelnen anschauen. Es wird in vielen, vielen verschiedenen Situationen benutzt. Es wird benutzt, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen, sich zu entschuldigen, falls man sich in den Weg gestellt hat von jemandem oder bevor man jemanden um Hilfe bittet und so weiter und so fort. Wakarimasu. Wakarimasen. Wakarimasu oder wakarimasen. Wakarimasu ist, ich verstehe, also die Mas-Form, etwas höflichere Form von dem Verb wakaru, etwas verstehen, also wakarimasu, ich verstehe. Oder wenn ich etwas nicht verstehe, sage ich eben die verneinte Variante des Ganzen, wakarimasen. Wakarimasen. Wakarimasu. 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 Wakarimasen. Okay. Sollte reichen, dann machen wir mal weiter. Schauen wir uns das mal an, hier, wobei es hier nicht auch wirklich viel zu analysieren gibt. Wakarimasu ist natürlich, ich verstehe. Es wird in Situationen benutzt, wenn jemand etwas, wenn jemand dir etwas erklärt oder dir Instruktionen gibt, falls man sie aber auch wirklich versteht, eben. Und Wakarimasen benutzt es, wenn du nicht die Antwort auf eine Frage weißt oder falls du irgendwo Hilfe benötigst und so weiter. Naja, erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Diese zwei Wörter sind sehr nützlich, wenn man mit Japanischsprechern interagiert. Deswegen merke sie dir gut. Ja, und das ist auch das Ende unserer zweiten Lektion, was japanische Wendungen und Sätze angeht. Übe sie, denn sie werden bestimmt sich als sehr nützlich herausstellen. Tja, und damit ist unsere letzte finale Lektion tatsächlich vollendet. Ihr habt so viel erreicht. Auch wenn dies hier eure letzte Lektion gewesen sein sollte, es gibt noch viel, 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 viel mehr zu entdecken bei der japanischen Sprache. Jetzt, wo ihr die Hiragana kennt und einige Wendungen, könnt ihr auch versuchen, You can try your hand at reading. You can try your hand? Was ist das für ein Ausdruck? You can try your hand at reading some. Auf jeden Fall könnt ihr eben versuchen, euer Japanisch anzuwenden von dem Japanisch, was ihr in Büchern findet, auf Webseiten oder sogar in Videospielen. Jetzt allerdings versuchen wir erstmal unser Wissen anzuwenden und endgültig Noboro in den Jordan zu schicken. Sammelt alle möglichen Vorräte, die ihr braucht, in der Stadt. Und dann geht auf die Weltkarte und reist zum Grim Tower. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht nochmal mit ihr. Sagt sie, wir wollen die Reise fortsetzen oder so. Gut. Hier haben wir alles erledigt. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob es doch noch irgendwo eine neue Nebenquest gibt. Sieht nicht danach aus. Sind wir noch voll aufgeladen? Oder wieder voll aufgeladen? Das sieht so aus. Ich glaube, Vorräte hatten wir mehr als genug. Ich gucke gleich mal unten im Shop, ob es hier jetzt noch irgendwas Neues gibt zu kaufen, was noch irgendwie stärker ist. Nachgucken schadet ja nichts. Ich bin nur ein einsamer Schneemann. Bitte, lass mich in Ruhe. Oh, du gehst wirklich. Geh nicht. Ich weiß nicht, ich finde den so knuffig. So melancholisch, depressiv, wie der ist. Ich weiß auch nicht. Naja, die Katze macht ja nichts. So, ich wollte schauen,
ob es hier noch irgendwas gibt, was besser ist, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Ne, das ist alles immer noch derselbe alte Kram. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Weltkarte. Auf zum Grim Tower.